Berechne das 20. Glied dieser Zahlenfolge. Wir sehen sofort, 3 mal 2 macht 6, mal 2 macht 12, mal 2 macht 24 und immer so weiter. Das ist also eine geometrische Zahlenfolge, für die uns diese drei Formeln zur Verfügung stehen. Wir erkennen auch, dass Q gleich 2 ist und T1 gleich 3 ist. Um das 20. Glied dieser Zahlenfolge herauszufinden, werden wir diese Formel einsetzen, Formel, in der wir das n da und da durch 20 ersetzen. Wir werden T1 durch 3 ersetzen und Q durch 2 ersetzen. Somit finden wir, dass das 20. Glied der Folge gleich zu 3 mal 2 hoch 19 ist. Und dieses Produkt ergibt 1.572.864. Die Übung ist schon beendet.